Und an dieser Stelle nochmal Shabbat Shalom und Gottes Segen und willkommen an alle Glaubensgeschwister, die hier live sind oder in der Aufzeichnung zur 250. Ausgabe von Fragen über Gott und die Welt, heute mit dem Thema 30 Beweise für die Bibel, geheime Artefakte und verlorene Schätze. Ich habe schon mal ein ähnliches Video oder Thema gehabt in einem Livestream, habe die Bilder aber nicht so gut bearbeitet, habe ich einfach nur einen Satz geschrieben und das war's. Heute habe ich mir für dieses kleine Jubiläum, das wir gemeinsam feiern, ein bisschen mehr Mühe gegeben und habe unterschiedliche andere neue Beweise auch hinzugeholt. Die von dem einen oder anderen habt ihr vielleicht noch nie gehört, von dem anderen mit Sicherheit schon. Wir fangen an mit Beweis Nummer 1 und das habe ich auch heute schon in den Endzeit-News erwähnt. Deswegen fangen wir damit an. Und zwar, wir haben 19 Beweise für das Alte Testament und 11 Beweise für das Neue Testament. Wir fangen an, Beweis Nummer 1, der paläohebräische Text aus dem Jahre 600 vor Christus. Wir lesen nämlich in einem Artikel vom 6. September 2022, nach Angaben der Israel Antiquities Authority wurde ein unglaublich seltener Papyrus mit paläohebräischem Text aus der Zeit des ersten Tempels geborgen. Die IAA behauptet, der Papyrus, der nur 4 Textzeilen enthält, sei eines von nur 3 Papyrus-Dokumenten aus dieser Zeit und bietet daher einen einzigartigen Einblick in die Welt Jerusalems zur Zeit der biblischen Könige. Die paläographische Untersuchung des paläohebräischen Textes durch die IAA ergab, dass er aus dem späten 7. bis 6. Jahrhundert vor Christus stammt. Die Radiokarbonanalyse des Papyrus ergab ein ähnliches Datum. Wir sehen oben auch ein Bild dieses paläohebräischen Textes. Dazu habe ich ja auch schon das ein oder andere Video gemacht, denn die paläohebräische Schrift sieht in der Tat so aus. Das Hebräische früher war eigentlich eine Art Bildersprache. Und wir schauen uns allein nur noch mal den Namen Yahweh aus dem Hebräischen an. Der besteht ja aus den Buchstaben Yud, He, Waf. Yud heißt Arm oder Hand. Waf heißt so viel wie Nagel. Und He heißt so viel wie Schau hin, betrachte. Das heißt, der Name Yahweh, Yud, He, Waf, heißt übersetzt so viel wie betrachte die Hand, betrachte die Nägel. Und das ist doch sehr erstaunlich, weil uns das direkt zur Jesus Christus führt und seine Kreuzigung. Und wenn wir schon kurz beim Thema Yahweh sind, wenn man den Namen Yahweh sozusagen untereinander schreiben würde, Yud-Heh-Waf-Heh, dann sieht es doch, oder hat es zumindest Ähnlichkeiten mit der Form eines Menschen. Und wir wissen, laut Bibel ist Jesus die rechte Hand Gottes. Und Jesus hat ja den Himmel verlassen. Und wenn wir das Bild hier umdrehen von Yud-Heh-Waf-Heh, dann ist die rechte Hand sozusagen abgetrennt vom Rest, weil Jesus ja auf die Erde kam und den Himmel verlassen hat. Und wir lesen ja auch in Genesis 1, 27, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Und im Namen Gottes steckt, wenn man so will, mit ein bisschen Fantasie, auch die Gestalt Gottes. Und das ist die Gestalt auch in Menschenform. Wir kommen zu Beweis Nummer 2, nämlich die Sanherib-Prismen. Dazu schauen wir uns an, was geschrieben steht, nämlich: Als Sanherib-Prismen werden 2 assyrische Thronprismen bezeichnet. Sie dienen heute als wichtige Zeugnisse für die assyrische Geschichte, aber auch für die jüdische Geschichte, da hier die Belagerung Jerusalems während der Herrschaft des Königs Hiskia 701 vor Christus beschrieben wird. Diese Sanherib-Prismen haben also initiiert den Namen Hiskia, den finden wir natürlich auch in der Bibel, 2. Könige 18, 13. Aber im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Wieder mal ein Beweisstück für die Wahrheit der Könige der Bibel. Beweis Nummer 3. Die Jabin-Tafeln aus dem Jahr 1800 vor Christus. So heißt es. Die Jabin-Tafel, diese Teiltafel, wurde in Hasor gefunden und ist ein königlicher Brief an Ibn Abdu, den König von Hasor. Ibn oder Jabin wird in der Bibel in Josua 11,1 und Richter 4,2 und so weiter erwähnt. Diese Tafel stammt aus dem 18. bis 17. Jahrhundert vor Christus, also knapp 3800 Jahre alt, und Jabin
wie geschrieben steht, finden wir auch in der Bibel wieder. In Richter 4, Vers 23 heißt es, so demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Und links auf dem Bild sehen wir diese Jabin-Tafel aus dem Jahr 1800 vor Christus. Beweisstück Nummer 4. Der Philister-Tempel mit zwei Säulen. Wir sehen hier auf dem Bild tatsächlich diesen Philister-Tempel, den Simson zerstört hat, laut Bibel. Und man kann auch die Säulen sehen, die durch Ausgrabungen auch entdeckt worden sind, die dann zusammengebrochen sind. Denn in Richter 16, Vers 29 wird berichtet, und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und dieser Philistertempel mit zwei Säulen, der zerstört wurde, wurde entdeckt, ausgegraben und beweist einmal mehr die Geschichte von Simson, dem Nazireer. Was Nazireer sind, was ein Nazireer-Gelübde ist, dazu habe ich auch schon das ein oder andere Video gemacht. Wir kommen zum Beweis Nummer 5. Nämlich die Jerubal-Inschrift aus dem Jahr 1200 vor Christus auf diesem Bild in der Mitte zu sehen. Auf dieser Inschrift, die 1200 vor Christus entstanden ist, finden wir nämlich den Namen Jerubal wieder. Und auch diesen Namen finden wir in der Bibel. In Richter 6, Vers 32 heißt es, von dem Tag an nannte man ihn Jerubal, indem man sprach, Baal führe ihn mit, einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Also auch Jerubal finden wir in der Bibel wieder und auch auf dieser Inschrift, die 3200 Jahre alt ist. Wir kommen zu Beweis Nummer 6, nämlich die Meremta-Stele, die auch Israel-Stele genannt wird, aus dem Jahr 1200 vor Christus, links auf dem Bild zu sehen. Auf dieser Stele steht geschrieben, Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr. Und viele Menschen glauben ja, Israel, das hat alles nicht gegeben, dieses Volk hat nie existiert. Diese Meremta-Stele beweist genau das Gegenteil. Und dass Israel verwüstet wurde, lesen wir unter anderem auch im Buch Hesekiel in Kapitel 25 und 35. Da heißt es, das Land Israel, weil es verwüstet ist. Wie du dich gefreut hast über das Erbteil des Hauses Israel, weil es verwüstet wurde, so will ich auch mit dir verfahren. Wer also sich freut am Schlimmen, was Israel widerfahren ist oder was Christen widerfährt, der wird sich wundern, denn er wird ernten, was er gesät hat. Beweis Nummer 7, die Hungersnotstele aus dem Jahr 2700 vor Christus, 4700 Jahre alt. Da heißt es, die Hungersnotstele ist eine Felsinschrift an der Südgrenze des alten Ägypten. Der Text berichtet eine 7 Jahre anhaltende Hungersnot. Und das kommt uns natürlich anhand der Bibel sehr bekannt vor. Zu Zeiten Josefs gab es nämlich eine 7 Jahre anhaltende Hungersnot. In Genesis 41, Vers 30 heißt es, aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten und die Hungersnot wird das Land aufzehren. Also diese Hungersnotstele, fast 5000 Jahre alt, beweist einmal mehr. Und ich weiß nicht mit den Daten natürlich, ich bin da kein Experte, aber wir sehen, sie ist sehr alt und ebenfalls ein Beweis für das, was in Ägypten geschehen ist. Wir kommen zum Beweis Nummer 8, nämlich die Mesha-Stele aus dem Jahr 840 vor Christus. Und auch hier finden wir biblische Namen wieder. Und zwar steht auf dieser Mesha-Stele aus dem Jahr 840 vor Christus folgendes. Ich bin Mesha, Sohn des Chemosh, König von Moab. Omri war König über Israel. Und das sind in der Tat Begriffe und Namen und Orte, die wir auch in der Bibel kennen, zum Beispiel Omri, ein König von Israel. So heißt es im 4. Buch Mose, Kapitel 21 und im 1. Buch Könige, Kapitel 16. Wehe dir, Moab, du bist verloren, Volk des Chemosh. Im 31. Jahr der Regierung Assas, des Königs von Juda, wurde Omri König über Israel. Hier sehen wir also den Ort Moab und Moab wird in Verbindung gebracht mit Chemosh, was dieser Mesha-Stele beweist, genauso wie es in der Bibel geschrieben steht. Und in dieser Stele ist auch die Rede von König Omri,
ein König Israels und genau das steht ebenfalls in der Bibel. Wir kommen zum Beweis Nummer 9, die Tel Dan in Schrift oder auch Haus Davids in Schrift genannt, aus dem Jahr 900 vor Christus. Also fast zur Zeit, als König David wirklich gelebt hat. Und in Zeile 7 bis 9 steht auf dieser Tel Dan in Schrift folgendes. Und ich tötete Joram, den Sohn des Ahab, den König von Israel, und ich tötete Ahasia, den Sohn Jorams, des Königs des Hauses David. Und Ahab kennen wir auch aus der Bibel. Und hier sehen wir in der Tat einen König von Israel aus dem Hause David. Deswegen wird es auch Haus David in Schrift genannt, 900 vor Christus alt. Und auch in Jesaja 7, Vers 13 heißt es, darauf sprach Jesaja, höre doch Haus David. Also es ist in der Tat kein Wunder, dass immer mehr Menschen zum Glauben eigentlich auch an die Bibel kommen müssten, wenn sie eigentlich nur die archäologischen Funde vergleichen würden mit dem, was in der Bibel geschrieben steht. Wir kommen zum Beweis Nummer 10, nämlich die Siluam-Inschrift aus dem Jahr 800 vor Christus. Da steht Folgendes geschrieben, und zwar wird darüber berichtet in der Jewish Encyclopedia, die Siluam-Inschrift, die Inschrift auf der Siluam-Leitung, die früheste lange antike hebräische Inschrift, die in Jerusalem gefunden wurde. Es erinnert an den Bau der Wasserstraße, ein Ereignis in der Geschichte Jerusalems, das in der Bibel mehr als einmal erwähnt wird. Diese Siluam-Inschrift 800 vor Christus und die Wasserstraße, und darüber lesen wir auch, und zwar, was der Prophet Hiskia auch mehr oder weniger in die Wege leitete. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, Vers 20, was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und alle seine großen Taten und wie er den Teich und die Wasserleitung erbaute und das Wasser in die Stadt leitete. Also auch das, diese Wasserleitung wird belegt in der Siluam-Inschrift aus dem Jahr 800 vor Christus. Wir kommen weiter zum Beweis Nummer 11. Der Ipuwer-Papyrus, und da schauen wir uns mal an, erstmal, was darüber gesagt wird, bevor wir uns anschauen, was darin geschrieben steht. So heißt es, der Ipuwer-Papyrus ist eine sehr lange Schriftrolle vom frühen 20. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert vor Christus, also zwischen 3500 und 4000 Jahre alt anscheinend. Der Ipuwer-Papyrus wurde von einem königlichen ägyptischen Schreiber mit demselben Namen verfasst. Er erwähnt eine lange Geschichte einer völligen Katastrophe, die Ägypten heimgesucht hat. Viele Hinweise im gesamten Papyrus sind deutlich mit dem biblischen Bericht über die 10 Plagen vergleichbar. Und das wollen wir uns doch mal anschauen, was auf diesem Ipuwer-Papyrus denn geschrieben steht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar die folgenden Zeilen, Kapitel 2 ab Vers 5, Kapitel 10 ab Vers 3 und Kapitel 9 Vers 11. Da heißt es, die Pest ist im ganzen Land verbreitet, der Fluss ist Blut, wahrlich Tore, Säulen und Mauern werden vom Feuer verzehrt, Gold und Lapis, Lazuli, Silber, Malachit, Karneol und Bronze sind am Hals von Sklavinnen befestigt, das Land ist ohne Licht. Und wenn wir das vergleichen, wir wissen, als Israel damals aus Ägypten durch den Exodus, mit Gottes Hilfe durch Moses ausgewandert ist, da durften sie auch sich bereichern an dem, wofür sie als Sklaven gearbeitet haben in Ägypten. Also vergleichen wir das, was in diesem Ipuwer-Papyrus geschrieben steht, mit der Bibel und den 10 Plagen. Denn da heißt es im zweiten Buch Mose, da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden und er wird zu Geschwüren werden. Und wir haben ja auch vorhin gelesen, dass es dazu gekommen ist. Und der Herr ließ es donnern und hageln, dass das Feuer zur Erde niederfuhr. So stark, dass etwas derartiges im ganzen Land Ägypten niemals vorgekommen war. Und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten und so beraubten sie Ägypten. Und genau das steht ja auch auf diesem Ipuwer-Papyrus,
dass diese Sklaven, nämlich die Israeliten, die konnten sich Gold und Bronze mitnehmen und so weiter, als sie das Land verlassen haben. Genau dasselbe steht auch über die 10 Plagen in der Bibel geschrieben. Wir kommen zum Beweis Nummer 12, der Josefsring 1700 vor Christus. Es wird berichtet am 23.02.2014, biblischer Josefsring gefunden. Professor Bittag hat 9 Ringe mit Jakobs Namen darauf gefunden. Sie wurden wahrscheinlich von Josef und seinen Hofbeamten getragen. Hier besteht eine perfekte Synchronizität zwischen dem biblischen Text und der ägyptischen Archäologie. Josefs königlicher Ring wurde in einem 3700 Jahre alten archäologischen Heuhaufen gefunden. Tja, da denkt man, man sucht mal ein bisschen rum und findet auf einmal in einem Heuhaufen irgendwelche Ringe mit der Aufschrift von Jakob, beziehungsweise hier als Josefs Ring bezeichnet, 1700 vor Christus. Wir kommen zum Beweis Nummer 13, nämlich Beweise für Sodoms Zerstörung, wie man hier auf dem Bild sieht. So wurde berichtet am 12. Juli 2023, also relativ aktuell noch, ein britischer Wissenschaftler hat Beweise dafür gefunden, dass die Stadt tatsächlich durch Feuer zerstört wurde, nämlich Sodom. Ein renommierter britischer Archäologe hat eine überzeugende Version der Lage der alten biblischen Stadt Sodom vorgelegt. Insbesondere wurden an der Stätte zahlreiche Artefakte aus der Bronzezeit gefunden, die Anzeichen einer starken Erhitzung aufweisen. Der Artikel geht natürlich noch wesentlich länger, aber es gibt mehrere Artikel, die belegen, dass Sodom existiert hat und wie Sodom zerstört wurde, nämlich durch ein sehr heißes Feuer. Und genauso steht es ja auch in der Bibel geschrieben. Wir kommen damit zu Beweis Nummer 14, nämlich der Ziegel vom Turm zu Babel. Auf der Seite forschung-und-wissen.de wurde berichtet am 24. August 2018, historisches Fundstück, Untersuchung des Ziegels von Turm zu Babel. Der rund 8 Kilogramm schwere Lehmziegel stammt aus der Zeit des babylonischen Königs Nebukadnezar, der im Jahr 562 vor Christus verstarb. In dem sandgrauen Stein ist zudem eine Inschrift, die besagt, dass dies ein Stein des Turms zu Babylon ist, dem rund 2500 Jahre alten Stein. Und was wir hier auch sehen, ist also ein Ziegel des Turmbaus zu Babel. Und genau durch Ziegel wurde ja auch der Turm zu Babel laut Bibel gebaut. Denn in Genesis 11, Abvers 3 heißt es, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Am Ende wurden sie doch zerstört. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Also auch dieser Turmbau zu Babel, da gibt es anscheinend Belege und Beweise dafür, dass dieser Turm genauso existiert hat wie die Stadt Sodom. Beides wurde zerstört. Dann wurde gefunden Salomos Kupfermine und auch die Stadtmauer des Königs Salomos, des Sohnes des Königs Davids. Es wird zunächst berichtet am 29.10.2008, König Salomos Kupferminen entdeckt. Ein internationales Forschungsteam hat mit Hilfe modernster Untersuchungsmethoden eine sensationelle Entdeckung gemacht. Diese Minen könnten demnach bereits den israelischen König Salomo mit Kupfer versorgt haben. Auch zu sehen links auf dem Bild. Dann sehen wir rechts unten in der Mitte auf dem Bild die Stadtmauer des Königs Salomos, so heißt es in einem Artikel vom 23. Februar 2010, König Salomos Stadtmauer entdeckt. Es ist das bemerkenswerteste Bauwerk, das wir bisher aus dieser Zeit gefunden haben, erzählte die Archäologin Eilat Matza. Der Siegelabdruck eines der Gefäße weist jedenfalls einen eindeutigen Adressaten auf für den König. Der Fund der alten Stadtmauer bestätigt Berichte aus dem ersten Buch der Könige im Alten Testament. Also auch Salomos Wirken, dafür gibt es Beweise. Und wir haben ja vorhin gelesen, die Haus-David-Inschrift, auch dass König David existiert hat, auch dafür gibt es Belege.
und auch König Davids Paläste wurden gefunden. Dazu ein Artikel vom 18.03.2013. Das ist der 16. Beweis. Paläste von König David gefunden in der Nähe von Jerusalem und datiert in die davidische Zeit. Zwei israelische Archäologen gaben bekannt, dass sie einen Palast und ein königliches Lagerhaus gefunden haben, die König David gehörten. Bei den beiden Gebäuden handelt es sich um die größten Bauwerke aus dem 10. Jahrhundert vor Christus, die im Gebiet des Königreichs Juda gefunden wurden. Wir sehen also Dinge von König Salomo und König David, nicht nur der Name König David, dafür gibt es Beweise, sondern eben auch hier die Paläste des Königs des Königs Israels. Und wir kommen damit weiter zu Beweis Nummer 17, nämlich Riesen, beziehungsweise der bekannteste Riese der Bibel wahrscheinlich, Goliath. Auch er liefert Beweise, dass er existiert hat, sozusagen. Zunächst am 20. Februar 2022, da heißt es: Nephilim, Beweise für biblische Riesen in Israel gefunden. Es gibt mehrere Beweise weltweit, dass Riesen existiert haben. Wie sollen sonst so schwere, große Steinblöcke transportiert worden sein? Mit Riesen macht das auf jeden Fall Sinn. Wir schauen uns an, wir waren gerade bei König David und er hat ja den Riesen Goliath besiegt und auch für ihn gibt es Beweise. Das Abendblatt, also nicht irgendeine Oliverianisch-Gedächtnisseite, sondern das Abendblatt berichtete am 14.11.2005 bereits: Riese Goliath lebte wirklich. Der Sensationsfund. Forscher der Bar-Ilan-Universität in Israel haben im Süden des Landes eine mehrere tausend Jahre alte Tonscherbe ausgegraben, die möglicherweise einmal die Existenz des Riesen beweise. Es handelt sich um eine jüdische Inschrift mit der Übersetzung des Namens Goliath durch die Philister. Und aus welchem Ort oder aus welchem Stamm ist Goliath denn gekommen? 1. Samuel Kapitel 17, Vers 4: Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit dem Namen Goliath. Eindeutig auch hier der Beweis und der Beleg. Riesen existierten, Goliath existierte, König David existierte. Und der 18. Beweis, den schauen wir uns jetzt an, nämlich ein Beweis für König Kyros. Und das ist ein Beweis aus dem Jahr 540 vor Christus, nämlich der Grab oder das Grab vielmehr. Es wird berichtet, auf diesem Grab gibt es auch eine Inschrift dieses Königs. Da heißt es: O Mensch, ich bin Kyros, der die Herrschaft der Perser begründete, Asiens König. Und auch in der Bibel heißt es im zweiten Buch der Chroniken, Kapitel 36, Vers 23, so spricht Kyros, der König von Persien. Also auch für diesen persischen König Kyros gibt es einen Beweis und den kann jeder besuchen, nämlich das Grab des Königs von Kyros im heutigen Iran, ein persischer König. Wir kommen damit jetzt zu einem ganz anderen Beweis und zwar Beweis Nummer 19, nämlich der Wasserkreislauf. Etwas, was für uns heute gang und gäbe ist: Es gibt Niederschlag, dann ein Abfluss, Verdunstung, Kondensation. Aber die Bibel hat das alles schon längst prophezeit oder vorhergesagt, wie das Ganze vonstatten geht, dieser Wasserkreislauf, den wir links auf dem Bild wiederfinden. In Hiob 26, in Kapitel 36 und in Prediger 1, Vers 7 heißt es: Er bindet die Wasser in seine Wolken zusammen, denn er zieht Wassertropfen herauf, so sickern sie als Regen für seinen Wasserstrom herab, den die Wolken niederrieseln. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Eindeutig wunderbar beschrieben, die Bibel und der Wasserkreislauf. Und da gibt es die Hinweise auch weiter: die Verdunstung, Kondensation und den Niederschlag. Siehe Hiob 36, Vers 27, Wolkenbildung und Wolkenbewegung. Hiob 26, Prediger 1, Verdunstung, Psalm 135, der Niederschlag, Psalm 104, das Versickern finden wir in Jesaja 55, Vers 10 und Grundwasserabgabe im Psalm 104, Vers 10. Also dieser Wasserkreislauf, da kann man heute Harald Lesch fragen danach oder man fragt einfach Gott und liest die Bibel, dann findet man auch
heraus, wie dieser Wasserkreislauf funktioniert. Wir kommen zum Beweis Nummer 20, nämlich die Qumran-Handschriften aus dem Jahr 300 vor Christus. Es wurden in dieser Höhle am Toten Meer nämlich unter anderem 15 Buchrollen gefunden, 15.000 Fragmente und die komplette Jesaja-Rolle. Und das wisst ihr natürlich oder die meisten wahrscheinlich von euch, denn es ist ja auch kein großes Geheimnis. Wir sehen hier diese Schriftrollen und auch, ich glaube, rechts unten oder links unten ist auch die komplette Jesaja-Rolle abgebildet. Eins von den Fragmenten ist es auf jeden Fall. Und was sehr interessant ist, wir schauen mal, was geschrieben steht in Matthäus 8, Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Und denn das Erstaunliche ist, bei der gefundenen Jesaja-Rolle, die irgendwie 200, 300 vor Christus alt sein soll, stimmt eins zu eins mit der heutigen Bibelübersetzung der Jesaja-Rolle überein. Und Jesus zitierte ja den Propheten Jesaja, und zwar genau so, wie es auch im Buch Jesaja in dieser Jesaja-Rolle aus dem Jahr 300 vor Christus geschrieben steht. Und das ist wiederum ein Beweis dafür, dass der Koran, dass der Islam und Mohammed falsch sind, denn Jesus starb ja nicht für unsere Sünden und so weiter, aber Jesaja eindeutig schreibt, er hat unsere Gebrechen weggenommen, unsere Krankheiten getragen, nämlich Jesus Christus, was ja selbst zitiert wird, auch im Neuen Testament. Also allein Jesaja, der Prophet, da man kann nicht sagen, dass das irgendwie verfälscht wurde, denn es gibt Beweise, dass es nicht verfälscht ist, denn allein das Buch Jesaja kann den Islam komplett entlarven. Nun, wir kommen damit Richtung, wie ihr seht, Richtung Neues Testament und damit sind wir bei Beweis Nummer 21, nämlich ein gekreuzigter Mann in Givat Hamiva und zwar 2000 Jahre alt. Wir sehen ja links auf dem Bild auch ein Beweisstück dafür. Dazu schauen wir uns mal an, was geschrieben steht. Nämlich Givat Hamiva ist eine israelische Siedlung und ein Stadtteil in Ost-Jerusalem. Ein Grab lieferte den physischen Beweis für den römischen Brauch der Kreuzigung. Dabei handelte es sich um die Überreste einer Person namens Jehoanan ben Kakwul, darunter ein Fersenbein, durch das seitlich ein Nagel getrieben wurde. Also hier haben wir auf jeden Fall einen Beweis, nämlich 2000 Jahre alt, dass genau zu der Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, in der Tat auch in Ost-Jerusalem, wo Jesus ja gekreuzigt wurde, während des Römischen Reiches Kreuzigungen stattgefunden haben. Links auf dem Bild zu sehen. Denn auch bei Jesus heißt es ja in Philipper 2, Vers 8, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich, nämlich Jesus, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Also, dass die Römer Kreuzigungen durchführten, das ist kein Geheimnis, sondern dafür gibt es ebenfalls archäologische Beweise. Und wir schauen uns jetzt mal mehr Richtung Jesus um. Und da wird es doch sehr interessant, wie ich meine. Wir kommen zum Beweis Nummer 22. Kaiser Guangwu aus dem Jahr 31 nach Christus. Nämlich, schauen wir mal, was geschrieben steht. Ihr seht alles die Quellen. Also ich denke mir das ja nicht aus. Überall findet ihr die Quellen von dem, was gesagt wird. History of Later Han Dynasty, das war die erste chinesische Dynastie. Volume 1, Chronicles of Empire Guangwu, da heißt es, vierter Monat am Tag von Renwu, lautet das kaiserliche Edikt. Sonne und Mond wurden verfinstert. Die Sünden aller Menschen liegen jetzt auf einem Mann. Der Kaiser verkündet allen unter dem Himmel Vergebung. Wie konnte das sein? Genau 31 nach Christus, also um die Zeit, ein, zwei Jahre früher oder später. Man kann sich natürlich da Gedanken machen, aber auf jeden Fall genau um diesen Zeitraum wird in China gesagt, dass Sonne und Mond, es wird Verfinsterung geben und alle Sünden der Menschen liegen auf einem einzigen Mann und dadurch kriegt man Vergebung. So heißt es ebenfalls in History of Later Han, Finsternis am Tag von Guihai, als der Mensch aus dem Himmel starb. Also der Mensch, der unsere alle Sünden getragen hat, heißt es hier aus dem Jahr 31 nach Christus,
als er für uns gestorben ist, war es finster. Durch seinen Tod haben wir Vergebung. Alle Sünden aller Menschen liegen auf diesen Mann. Und dieser Mensch starb und kam aus dem Himmel. Ja, um wen kann es sich denn hier handeln? Wir schauen ins Neue Testament, Lukas 23, Epheser 1, 1. Petrus 2. Finsternis kam über das ganze Land. Die Sonne wurde verfinstert. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach am Kreuz: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Wir sehen also genau das, was dieser Kaiser geschrieben hat. Sonne wird verfinstert, er wird für unsere Sünden sterben. Durch ihn haben wir Vergebung. Genau das steht auch geschrieben. Und wir haben ja vorhin gelesen, dass dieser Mensch, der für unsere Sünden sterben wird, während es Verfinsterung gibt, dieser Mensch kommt aus dem Himmel, bevor er gestorben ist. Also schauen wir uns auch dazu ein Bibelvers an oder zwei, Johannes 6 und Offenbarung 1. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, sagte Jesus. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Genauso wie dieser Kaiser aus China es gesagt hat, ein Mensch, der aus dem Himmel kommt, für unsere Sünden stirbt und es wird finster. Genau das ist auch geschehen. Leider gibt es heute einige Christen tatsächlich, die sagen, Jesus kam gar nicht aus dem Himmel. Die leugnen die Präexistenz von Jesus. Und diese Christen, die das tun und die Präexistenz von Jesus leugnen, sind laut Bibel keine Christen. Denn für sie ist Jesus nur ein Mensch. Das glauben auch die Muslime, dass Jesus nur ein Mensch ist. Und damit leugnen sie den Sohn Gottes. Selbst dieser Kaiser hatte, was Jesus angeht, mehr Verständnis über Jesus, obwohl er nie gesehen hat als einige Christen, obwohl sie heute die Bibel haben. Nun denn, wir bleiben kurz noch in China und kommen zu Beweis Nummer 23, nämlich die Mogao-Manuskripte aus dem Jahr 400 nach Christus. Links dieser sympathische Mann hat diese Manuskripte gefunden in einer Höhle und rechts sehen wir auch Bilder. Und in diesen Manuskripten aus dem Jahr 400 nach Christus, da steht Folgendes geschrieben in Sutra, das ist sozusagen Kapitel, Sutra 2, Vers 17, Sutra 4, Sutra 5 und Sutra 6, Vers 14, ich zitiere, deshalb mein Herr Jeshu, und es geht um Jesus, Yeshua, Jesus, also wir sehen, um wen es geht jetzt gleich, deshalb mein Herr Jeshu wurde ein Mensch und kam im Auftrag des Herrn des Himmels, um die guten Lehren zu predigen. Es gab keinen anderen Weg, uns von den Sünden zu befreien, als dass er in diese Welt eintrat. So kam er und erlitt ein Leben voller Ablehnung und Schmerz, bevor er zurückkehrte. Dies zu wissen bedeutet zu wissen, wer er war, zu wissen, dass er Fleisch angenommen hat. Während seine fünf Attribute starben, starb er nicht, sondern wurde nach seinem Tod wieder freigelassen. So ist es auch für diejenigen möglich, die nach dem Tod nicht leben. Diejenigen, die glauben, werden nach dem Tod aus dem gelben Quellen, das heißt, das ist in China sowas wie die Unterwelt, auferweckt werden. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor, liebe Geschwister, was hier geschrieben steht in den Mogao-Manuskripten 400 nach Christus? Die Botschaft des Evangeliums ist auch damals in China angekommen. In Johannes 1, in Johannes und in Offenbarung 1 steht nämlich geschrieben, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war am Anfang bei Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Die Rede ist natürlich von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Interessant. Wäre heute China so drauf wie damals, ich glaube 1,2 Milliarden Chinesen, stellt euch vor, wenn die alle gläubig wären, was eine Power das in Asien auslösen würde. So viel zu Beweis Nummer 23. Wir kommen zu Beweis Nummer 24, nämlich zum zweiten Tempel. Da geschah, wie ich auch schon in anderen Videos deutlich gemacht habe, etwas Erstaunliches. Denn dieser Tempel wurde ja zerstört 70 nach Christus. Aber schauen wir mal, was die letzten 40 Jahre in diesem Tempel geschah, beziehungsweise nicht geschah.
Zunächst schreibt Ernest Martin in The Significance of the Year 30 nach Christus, tatsächlich wird uns im Talmud gesagt, dass in der Abenddämmerung die Lampen im Tempel unbeleuchtet blieben. Diese westliche Lampe sollte immer brennen. 40 Jahre lang ging jede Nacht die westliche Lampe aus und das, obwohl die Priester jeden Abend die westliche Lampe auf besondere Weise vorbereiteten, damit sie die ganze Nacht hindurch ununterbrochen brannte. Das Licht erlosch im Tempel um das Jahr 30 nach Christus 40 Jahre lang. Was geschah um das Jahr 30 nach Christus? Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Und deswegen ist die Tür auf zum ewigen Leben. Deswegen brauchen wir auch keinen Tempel mehr, um mit Gott zu sprechen, weil Jesus unser Mittler ist, um mit Gott zu sprechen. Und es heißt in der Tat im babylonischen Talmud, die Juden machen kein Geheimnis. 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels erlosch das westliche Licht. Nachts schlossen sie die Tür zum Tempel und starrten morgens auf und fanden sie weit offen wieder. Warum? Weil der Weg frei ist zu Gott durch Jesus Christus. Wir sind ein Tempel im Heiligen Geist für Gott, unserem Herrn. Und deswegen ist dieser Tempel 70 nach Christus zerstört worden. Genau 40 Jahre lang haben die Juden noch Zeit gehabt, umzukehren. Sie taten es nicht und wurden zerstreut und der Tempel zerstört. Jetzt schauen wir uns mal 5 Aussagen, außerbiblische Aussagen an, dass Jesus existiert hat und auch Christen natürlich um die Zeit. Und ich glaube, ich habe das auch chronologisch geordnet. Wir kommen zum Beweis Nummer 25 und damit zu Caius Plinius Secundus, 61 geboren, 113 nach Christus gestorben. Er schreibt im Brief an den Imperator Trajan um das Jahr 112 nach Christus: Sie pflegten sich an einem bestimmten festen Tag zu treffen, bevor es hell wurde, als sie ein Lied auf Christus wie auf einen Gott sangen und sich durch einen feierlichen Eid verpflichteten, nicht irgendwelche böse Taten, keinen Betrug, Diebstahl oder Ehebruch zu begehen, niemals ihr Wort zu verfälschen oder Vertrauen zu missbrauchen. Ja, kein Betrug, Diebstahl, Ehebruch, das gehört zu den 10 Geboten und wir sehen hier Jesus Christus auf den Messias. Warum hat man ihn gefeiert wie ein Gott? Nun, Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Jesus war Gott, wurde Fleisch. In dem Sinne ja auch nichts Falsches, wenn man nicht vergisst, dass der himmlische Vater größer ist und der Gott wiederum der Höchste. Wir kommen zum nächsten Beispiel, nämlich zu Beweis Nummer 26. Flavius Josephus, geboren 37 nach Christus, gestorben 100 nach Christus. Er schrieb in Testimonium Flavium, Kapitel 18, Abvers 63, um diese Zeit lebte Jesus. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen. Dieser war der Messias. Und obgleich ihn Pilatus zum Kreuzestod verurteilte, wurden ihm doch seine früheren Anhänger nicht untreu, denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend. Hier haben wir also einiges, was dieser jüdische Historiker geschrieben hat. Und zwar einmal der Name Jesus, dass er der Messias war, dass er von Pilatus zum Tode verurteilt wurde und dass er den Kreuzestod starb, aber dass er wieder auferstanden ist am dritten Tag. Also haben wir fast das ganze Evangelium durch Flavius Josephus. Wir kommen zum Beweis Nummer 27, Tacitus. Geboren 58 nach Christus, gestorben 120 nach Christus. Er schreibt in Annalen Nummer 15, ab excusu divi Augusti. Christus litt eine extreme Strafe während der Regierung des Tiberius in den Händen einer unserer Statthalter, Pontius Pilatus. Da soll doch irgendeiner sagen, außerhalb der Bibel gibt es keine Beweise irgendwie aus den ersten, zweiten Jahrhunderten nach Christus. Es gibt sie und wie sie es gibt. Hier sehen wir also, Tacitus schreibt es in der Tat. Er erwähnt nicht nur Christus, sondern auch den Mann, der ihn verurteilt hat letztendlich, nämlich Pontius Pilatus. Beweis Nummer 28, Gaius Tranquillus. Er schrieb in Divus Claudius XXV 25 folgendes: Die Juden, die durch den Anstifter Christus unablässig in Unruhe waren, verbannte er aus Rom.
Hier sehen wir also erstmal den Christus und Juden waren ja Anstifter natürlich und wurden dann auch verbannt. Und denken wir dran, die ersten Christen waren ja auch Juden, aber natürlich jeder, der an Jesus glaubt, gehört zum Volk Gottes. Dann schrieb auch Gaius Tranquillus in De Vita Caesarum oder Caesarum, die Christen wurden zur Todesstrafe verurteilt, ein Menschenschlag mit einem neuen und schädlichen Aberglauben. Also Gaius Tranquillius, nicht gerade ein Freund von Christus oder den Christen, aber wir sehen, was Christus widerfahren ist, wurde auch den Christen widerfahren, den ersten, nämlich auch sie wurden bestraft mit dem Tod. Denn sie konnten nicht schweigen. Sie mussten erzählen über ihren Herrn, über den Messias, Jesus Christus. Und das müssen und müssen wir auch. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Im Neuen Testament heißt es, wehe, ich bin verpflichtet, das Evangelium zu predigen und wehe mir, ich tue es nicht, heißt es im Neuen Testament. Wir kommen zum Beweis Nummer 29 und damit zum vorletzten Beweis, nämlich Lucian von Samosata, geboren 120 nach Christus, verstorben 180 nach Christus. Er schrieb in Der Tod des Peregrinus, die Christen verehren bis heute einen Mann, die angesehene Persönlichkeit, die ihre neuartige Riten einführte und deswegen gekreuzigt wurde. Hier sehen wir also erneut, die Christen verurteilen einen Mann, der gekreuzigt wurde, und das ist natürlich Jesus Christus. Jetzt kommen wir zum letzten und zum 30. Beweis, und das ist tatsächlich relativ aktuell, deswegen habe ich mir das bis zum Schluss aufgehoben. Nämlich die Silua-Ausgrabung, und das sehen wir hier auf diesem Bild. Dazu ein Artikel vom 18. September, also knapp 3 Tage alt. Da wird berichtet, Silua-Ausgrabung. Hier heilte Jesus einen Blinden. In einer neuen Ausgrabung der israelischen Altertumsbehörde, der israelischen Nationalparkbehörde sowie der City of David Stiftung wurde ein kleiner Abschnitt des Teiches von Silua freigelegt. Ein Teil des Orts, an dem Jesus laut Johannes 9 einem blind geborenen Mann das Augenlicht zurückgab. Beim jüngsten Fortschritt wurden 8 Stufen aufgedeckt, die in das Becken führten, das während 2000 Jahren verschüttet gewesen war. Er diente der Wasserversorgung Jerusalems und ist in der Bibel im 2. Buch der Könige Kapitel 20, Vers 20 erwähnt. Wofür der Prophet Hiskia verantwortlich war. Über diesen Tunnel haben wir ebenfalls einen Beweis gehabt, vor im Alten Testament. Also haben wir hier 2 Beweise. Einmal, was im 2. Buch der Könige, Kapitel 20 steht und was in Johannes 9 steht. Hier auf diesem Bild, irgendwo hier, hat Jesus folgendes Wunder vollbracht, nämlich das Wunder von Silua, ein blind Geborener, wurde sehend. Dazu lesen wir in Johannes Kapitel 5, ab Vers 1, und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sagte Jesus. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teich Silua, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Und genau das wünsche ich mir auch für all die Menschen, die noch nicht sehen, die vielleicht physisch sehen können, noch keine Brille brauchen oder Kontaktlinsen, aber geistig blind sind, weil sie nicht sehen die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und die Wahrheit im Buch der Bibel, nämlich dass sich alles erfüllt, was prophezeit wurde, dass vieles sich schon prophezeit hat, sich weiter erfüllen wird, dass die Orte, die Personen, die Ereignisse unfassbar viele Beweise und Belege und Fakten dafür gibt, dass das alles stattgefunden hat. Und deswegen haben die Menschen leider am Ende des Tages auch keine Entschuldigung, wenn sie sagen, ach, ich dachte, das wäre ein Märchen, ich wusste das ja nicht. Ja doch, du hättest es besser wissen können, hättest du dich besser damit beschäftigt und hättest du Gott mehr vertraut als den Menschen. Deswegen, wenn du gerade zuhörst oder irgendwann das zufällig siehst, und ich glaube nicht an Zufälle, dann ich sage dir eins, nutze die Gelegenheit, bekämpfe deine Zweifel und komm zum Herrn und König Jesus Christus, denn du hast nichts zu verlieren, du hast alles zu gewinnen und das ist das ewige Leben. Und was gibt Schöneres?
Wir haben alle was gemeinsam, wir müssen alle sterben. Was wir nicht alle gemeinsam haben, ist, nicht alle werden auferstehen zur Herrlichkeit, zum ewigen Leben, wenn Jesus zurückkommt. Und dass du Teil dafür bist und mitmachst, im Königreich Gottes mit Jesus zu herrschen, das wünsche ich mir, falls du noch ungläubig bist. Mögen viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen in Jesus Christus, unserem Herrn, denn bei Gott, der Herr kommt zurück und dann kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Das waren also die 30 Beweise für die Bibel, geheime Artefakte und verlorene Schätze. Ja, das war eine kleine Reise, die wir jetzt gemeinsam gegangen sind. Und ich hoffe und bete natürlich für alle, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen mögen.